Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einem klitzekleinen Kombolein-Video. Und zwar geht es heute darum, ich bin in Hamburg und wie einige vielleicht von euch erkennen, bin ich am Heiligen Geistfeld angekommen und hier gibt es ein paar Änderungen und da möchte ich euch gerne da draußen darüber informieren. So, ihr kennt das selber, ihr kommt quasi von hier vorne, kommt ihr rein, dann geht es zum Pförtner, dann bezahlt ihr eure 18 Euro unter der Woche, wenn die Domzeiten nicht sind, ganz normal stehen. Aber da hat sich ein bisschen was getan und zwar stand heute, 23. September 2023, ist es folgendermaßen, können die Wohnmobile so hier stehen, wie ihr es jetzt seht, weil wie gesagt, da vorne sind Bauarbeiten. Und die werden fertig sein für die Zeit vom 10. November bis 10. Dezember, weil da ist ja die Domzeit. Und zwei Wochen davor sowie zwei Wochen danach ist für Wohnmobile absolutes Verbot ausgesprochen worden. Genau, da wollte ich euch einfach mal schnell darüber informieren. Und jetzt kommen wir zu den Neuheiten, die dann passieren werden. Und zwar wird es dann in Zukunft so sein, dass vorne eine Schranke hinkommt, damit das alles elektronisch nur noch passiert und dann dürfen maximal 25 Wohnmobile hier stehen. Aber jetzt habt ihr erstmal grobe Informationen, was zum Heiligen Geistfeld hier so passiert. Wie gesagt, vorne elektronische Schranke, 25 Wohnmobile. Wir sind hier teilweise heute schon wieder, glaube ich, mit 50 Wohnmobilen, was eigentlich hätte auch nicht sein dürfen. Und das ist alles dazu gekommen, weil ich bin vorhin vorne beim Pförtner gewesen und dann hat er mir das alles schön blümwarm erzählt. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Das heißt für mich, dass dies hier Heiligen Geistfeld, glaube ich, erstmal vorbei ist. Also zumindest zwei Wochen vor der Domzeit und der Dom fängt halt am 10. November an. Dann ist Schluss für uns Wohnmobilisten hier mit stehen. Gut. Das soll es auch schon gewesen sein von diesem kleinen Informationsvideo zu dem Heiligen Geistfeld hier für euch Wohnmobil-Fans da draußen. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann demnächst. Und schaltet gern wieder ein, wenn ich irgendwas Neues zu berichten habe. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.